Herzlich willkommen hier zur Anfrage hier in Thüringen. Wir fahren jetzt zum unserem Kuhstall, der wo im Schnee liegt, um Förderband. Da fahren wir jetzt mal hin und werden mal den Schnee mal entsorgen. Und dann mal schauen, dass wir den ganzen Mist rausbekommen, ne? Mit das Ding leer kriegen. Also irgendwie wird das Lager nicht voller und wo die Kühe Mist kriegen, müsste eigentlich entsprechend da jetzt müsste man eigentlich räumen ein bisschen, aber die Kühe putzen wollte ich, aber erstmal nur Schnee. Den Schnee wegkriegen hier. Wenn der Schnee kommt zuerst. Den kippen wir jetzt aus. Na ja, sind wir ganz schnell weg, das ist gut, das passt. Jetzt räumt er den Schnee weg, das ist richtig. Wenn wir einmal richtig den Mist kriegen, ne? Das ist der Nachteil bei Schnee. Das Förderband nimmt einmal zuerst den Schnee weg. Wenn man so sieht, auch ringsherum, ne? Das ist eher ein Problem. Weil den Schnee brauche ich ja nicht. Aber wir müssen das ja entsprechend, dass es einen Nachschub gibt, ne? Gut, dann mal. Den haben wir schön weiterarbeiten lassen, wir werden gleich ein bisschen Schnee räumen. Das ist aber ein bisschen Knie hier. Dass wir den Kehrwesen haben. Die anderen Dinger funktionieren nicht richtig. Mit meiner Fräse für Mist und Silage wäre das ein bisschen ungünstig, ne? So, ich habe die Musik ein bisschen lauter gemacht. Hoffe, dass das zu laut ist. In der vorigen Folge war die Musik nicht zu hören. Ist nicht gut. Aber nicht so tragisch, sag mal so. Blöder ist, wenn ich nicht zu hören bin, ne? Bei 5 Folgen bei 5 Folgen bei der Marsch. Und da habe ich es erst am Schluss mitbekommen. Mein Mikrofon. Bei mir. Armlänge weit weg war, ne? Man bleibt ein bisschen weniger. Aber wir müssen hier ein bisschen räumen. Und nebenbei, hauptsächlich nebenbei, eigentlich der Hauptgrund, Kühe putzen, dass die nicht krank werden, ne? Und dann können wir den Weg freiräumen zur BGH. Dann entsprechend mal bei Gelegenheit Silage fahren, ne? Und die haben hier fleißig Dreck gemacht, die Kühe. Und das ist zwar Silage, aber unsere Gerätschaften machen das nicht schön sauber. Schaffen die einfach nicht. Sind wir noch bei? So, wenn wir gleich mal leer machen den Boden. 10.000 Schnee. Kippen wir jetzt hier ab. Und jetzt darf Mist reinkommen, ne? Den Haufen werden wir gleich entfernen, ne? Gerade hier mit Beise, ne? Wenn Kercher, ne? Mal schauen, wie gut das geht.
Und schon ist er auf dem Weg. So, wir müssen hier ein bisschen nach links schieben. Und kann das Förderband nicht. Reinwerfen, ne? Aber dann müssen es sowieso alle. So, hoffentlich kommt kein neuer Schneefall. So, jetzt muss das passen. Jetzt machen wir die anderen Kühe auch sauber. Weil. Dann ist es so wertvoll, um ihn einfach zu vergeuden, ne? Noch mal hinten anmachen. Als Zusatzmaßnahme. Ist das hier alle? Wird ein bisschen breiter, ja. Da geht nicht viel rein, nur Streusalz. Aber viel breiter geht's auch nicht. Und dann habt ihr auch Mist gemacht hier. Wie immer, ne? Da ist nicht viel zu sehen. Da macht der andere auch sauber. Aber wie gesagt. Ist aber genug. So. Jetzt fahren wir noch zum BGH, zum Silo. Den Plattenweg ein bisschen sauber machen. Zwei Richtungen. Dann geht das schon, ne? Muss man gleich wieder prüfen, ob sich was geändert im Ton, ne? Besser geworden ist oder schlechter. Eine Runde. So, ab zur BGH. Ja, Quatsch, der BGH sind wir schon. Aber Richtung Silo, ne? Ob wir nächstes Jahr ein bisschen Mais machen, mal sehen. Mit diesem Silo bin ich nicht ganz zufrieden, da er verbuggt ist, in Anführungszeichen. Und dann muss ich mal sehen, was ich am besten mache. Vielleicht mache ich noch einen zweiten Fragmeter hier. Ne? Mal schnell ein Silo ohne Verdichten einfach abkippen. Ist für einen Einzelkämpfer vielleicht ein bisschen besser, ne? Denn ob das andere so gut funktioniert, wie es soll, weiß ich nicht genau. Schön. Flattenweg ist mal sauber, ne? Ich darf wohl fahren. Für den LKW ist das besser. Aber wenn ich einen LKW nehmen, Taktung nehmen. Und der hat aber auch keine Schneeketten, ne? Es ist kalt geworden in Thüringen. Hier haben wir Frost. Es war kein starken, aber konstant. Minusgrade. Das ist gut für den Boden, weil der Boden ist eigentlich aufgelockert. Das macht ihn fruchtbar.
Wasser vorhanden, da ja im Boden Wasser vorhanden ist, das dehnt sich hier aus. Durch das Ausdehnen des Wassers wird der Boden gelockert. Also die schweren, harten Lehmböden werden natürlich besser. Und die Pflanzen können ja im Frühjahr leichter Wurzeln bilden. Ne? Darum geht es dabei eigentlich. So, bis daran. Hier müssen wir jetzt aufdecken. Naja. In der Hoffnung, dass nicht so viel Schnee kommt. Hier müssen wir ein bisschen mehr räumen. Mit den Traktor entsprechend auch wenden können. Ne? Gleich hier vorne ist wegnehmen hier den letzten Rest. Wie gesagt, den Bereich leider etwas verpackt. Ich probiere es nochmal, aber mal sehen, bin nicht begeistert davon. Ihr seht rechts, wo grün ist, das ist nicht ideal. Das ist ungünstig. Jetzt werden wir gleich entsprechend mit unserem Kehrwesen mal bearbeiten. So, drin ist er. So kriegen wir das weg, ne? Das Grüne. Ich muss mich weg, dann kriegst du auch die Lage weg. Siehst du. Eine andere Lösung gibt es aktuell nicht dafür. Weil das Grüne musste nicht komplett weg. Drinne und müssen mit durch. Gären 50%. Er hält ein bisschen fest. Er lässt nicht locker. So. Jetzt gucken wir gleich nochmal an. Ich hab vielleicht nicht im Stuhl gehalten, ne? Gucken, hier muss er längst durch sein mit Gärresten. Längst fertig, uralt. So, jetzt fahren wir los, gehen los und holen den anderen Traktor mit der Fräse. Nee, kein Holz. Da haben wir noch. So, Zuschauer, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich sag mal schönen Dank fürs Reinschauen. Hier müssen wir gleich mal einen Tontest machen, ne? Mal anhören ganz kurz, ne? Das passt. Ja, dann sag mal tschüss. Und winke, winke. Tschüss.
ja, morgen geht's weiter hier in Thüringen. Gut, alter Massilage fahren und dann mal sehen, wie es weitergeht. Ob wir dann mal Holz machen oder irgendwas anderes, da finden sich schon was. Na, tschüss und danke fürs Reinschauen. Bis dann. Tschüss.